sich auf unseren Kollegen Thomas Hermanns, meine Herren. Thomas Hermanns bei uns zu Gast. Herzlich willkommen. Das war ja schon fast die Kür hier auf dem Eis. Ja, bist du, hast du schon mal gemacht? Nee, weißt du, was ich bei denen immer so toll finde bei Eiskunstläufern? Weißt du, wenn die Wertung kriegen und die sitzen da in dieser Großaufnahme, das war ganz scheiße und die müssen immer so tapfer so... Ach so, ja, ja. Ich denke mir mal manchmal so, wenn in der Schule so die Noten vergeben worden wären. Stell dir vor, Aula, alles dunkel, alle Eltern, alle Lehrer da, du stehst auf so einem Podest und dann kommt Mathe 5, Latein 6 und so... Das wäre furchtbar gewesen. Ich bin schon lange nicht mehr Schlittschuh gelaufen. Die sind dabei aber immer außer Atem. Das ist immer das. Und die hassen sich auch immer. Ne? Man sieht so, da ist nicht richtig, richtig gute Laune auf der Bank. Ja, die haben immer so ein paar Blumen noch im Arm und die Trainerin daneben in so einem Pelzmantel. Ja, und die guckt immer ganz böse. Komm, Bulli. So soll das bei den Russen. Du hast doch auch einen roten Kamm noch gefangen, oder? Lass es doch mal Thomas ein bisschen kämmen. Ihr wollt mich schon wieder dekorieren. Ja. So. Sag mal, das Traumschiff hat schon abgefärbt, gell, Bulli? Ein bisschen was. Ja? Gibt's hier kein Prosecco eigentlich? Doch, ich wollte auch mal ein bisschen Sekt. Zu Silvester. Ja. Zu Silvester ist das natürlich... so eine Flasche richtig aufmachen ist eigentlich auch eine Kunst, oder? Ja, ist Männersache. Bei mir ist das immer so, dass... Also, ist das ein Brainpool-Sekt? Was ist das für ein Sekt? Steht ja da drauf. Was denn? Hier? Habt ihr euch wieder den billigsten Fusel andrehen lassen? Ja, natürlich. So, pass auf, jetzt. Jetzt? Bei mir, es geht immer tierisch... Ups. Oh, hey, sehr gut, danke. Sehr steil. Vielen sehr Dank, gut. Vielen Dank für den Applaus. Okay. Das haben wir schon. So, ein Stückchen hier, ein Stückchen da. So, erstmal Prösterchen. Ja, so, absolut. Thomas, du hast einen eigenen Laden eröffnet, der auch Quatsch Comedy Club heißt, habe ich der Presse entnommen und habe auch schon vieles Gutes darüber gehört. Ja, es war ja wirklich ein wildes Jahr. Wir müssen darauf würde ich auch gerne mal mit euch trinken. Sehr gerne. Bitte schön. Auf das letzte Jahr. Ja. Und auf das Neue natürlich. Und auf das Kommende. Und auf Sie, meine lieben Zuschauer. Nee, wir haben wirklich in Berlin ja den eigenen Quatsch Comedy Live Club aufgemacht seit November und das läuft richtig gut. Das ist im Friedrichstadtpalast unten im Keller. Uli, geht's denn? Danke, Thomas. Nee, das läuft gut. Die Leute kommen, die Berliner haben uns angenommen und wir sind da richtig zufrieden. Das ist richtig schön. Im Prinzip, da kommen also verschiedene... Entschuldigung. Hat sich echt verschluckt. Nimm nochmal einen Schluck. Das ist im Prinzip das, was man aus dem Fernsehen kennt, sozusagen in der Live-Atmosphäre. Da sind 300, 400 Plätze in dem Laden. Ja, 300 Plätze. Und da treten jeden Abend Comedians auf und du moderierst da auch selbst. Ich moderiere viel, auch andere... Du, sowas wie dich hatten wir neulich in der Vorstellung. So oh ja, das ist sehr schön. In der ersten Reihe. Die wollen ja dann vor der Pointe. Die wollen ja auch nicht gehen. Dann die bleiben da und husten dich voll, bis die Nummer vorbei ist. Muss ja eigentlich sagen, machen sie wie die Katzen, gehen sie raus und kotzen sie erstmal. Weißt du, dass die kotzende Katze die einzige Imitation ist, die ich kann? Die kotzende Katze, eine schöne Alliteration. Kennst du das von mir? Ich kann ja keine Imitation, ich kann ja auch nichts parodieren. Aber die kotzende Katze, pass auf, ich mache sie nur für euch und nur für Silvester. Achtung, Moment. Mehr ist es auch nicht, aber es ist eine kleine Imitation, aber mit Liebe vorgetragen. Okay, verstehe. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen in unserer großen, ach nee, hat schon angefangen, ne? In unserer großen Silvester, gerade dritter Teil, vierter Teil, wo sind wir jetzt? Wir sind bei den Partyspielen, bei den Partyspielen. Die wir so lieben an Silvester, wo man richtig Charade und solche schönen Sachen spielen kann. Machst du das? Ja, immer. Das immer. Ist ähnlich wie im Popclub. Ja, ja? Ich mach das ja immer. Liederraten, ne? Ja. Wake me up before you go und so. Ne? Oder im Charade jemand darstellen, so Enne Burda zum Beispiel, sehr schwer für Charade. Enne Burda? Musst du dich mal darstellen. Verleger. Ja. Verlegerin. Ich hab so Sachen, musst du erst mal kennen. Ich hab so Sachen rumgetragen oder sowas. Was? Lesen. Lesen, ja. Frau ist ja immer, Frau ist ja immer so. Ja, ach so, das ist immer Frau. Das ist das internationale Zeichen für Frau ist ja so. Ne? Mhm. Und eben das Zettelspiel. Das Zettel mit dem Zettel auf die Stirn kleben. Herrlich. Du hast einen Namen drauf, weißt aber nicht selber, welcher es ist. Und musst draufkommen. Und musst draufkommen. Da gibt's gemeine Sachen gibt's da. Kenn ich nicht, das Spiel. Ja, lass das doch mal Kennst du nicht, das ist ganz gemein. Pass auf. Zettel haben wir.
Das ist sehr kompliziert. Ich war mal Max Inzinger. Kennst du noch Max Inzinger? Max Inzinger, der Fernsehkoch. Ja. Natürlich kenne ich den auch. Da saß ich aber Stunden mit diesem bescheuerten Zettel an der Stirn. Sag ich mal, was tue ich denn im Fernsehen? Was moderiert nicht, singt nicht, talkt. Aber das darf man ja nicht sagen. Wenn du fragst, was tue ich im Fernsehen, darf ich nicht sagen, nee, kochen, oder? Nee, eben nicht. Du musst so viel, recht in der Annahme, dass ich koche. Dann könnten wir ja oder nein sagen. Aber wir können nicht, du kannst nicht sagen, sonst könntest du auch fragen, wer bin ich? Dann wäre das Spiel ja sozusagen schon erledigt. Lass uns das machen. Mit wem fangen wir an? Mit Bulli, oder? Ach, na klar. Alle drei gleichzeitig. Alle drei gleichzeitig. Das geht dann drei um. Jeder Das ist gut. Aber ihr dürft nicht gucken, was ich euch drauf schreibe. Wir wissen es wirklich nicht, meine Damen und Herren, was wir Moment, auf den aber Kopf wer klebt denn jetzt wem was drauf? Also ich klebe dir. Ich schreibe was für dich, du schreibst was für Bulli und Bulli schreibt was für mich. Okay. Okay, also. Das ist eine gute Idee für dich, Bulli, was du für Thomas draufschreiben kannst. Hast du noch einen Stift? Ja! Zwei Idioten, sensationell. Ja. Ja. Das ist, wenn das wieder Dolly Buster ist, das ist Moment, so ich darf es natürlich nicht. Nein, nicht Dolly Buster. Ich guck nicht hin. Guck mal, du schreibst jetzt für mich? Wer schreibt für mich? Ich schreibe für dich. Okay, du schreibst für mich. Darfst mir ja nicht zeigen, ne? Nee, Bulli darf es aber sehen, aber du darfst es nicht. Komm mal her. So? Das ist sehr schön. Ich hab's nicht gesehen. Das ist der schönste Moment immer, wenn man einem lieben Bekannten einen alten, klebrigen Zettel auf die Stirn drückt. So, so hält das denn? So, und jetzt so, ich hier bei dir, oder was? Ja, ich guck gar nicht hin. Warte mal. Können Sie erkennen, können Sie lesen, wer ich bin, aber nicht sagen? Sie können es lesen, ja? Ja, okay. So, pass auf. Genau. Jetzt kleben wir dem Thomas einen drauf. Das ist, kleben wir mal den Thomas einen. Es ist nicht einfach. Es ist nicht, Ich bin ja mal gespannt, was ihr euch wieder... Meine Damen und Herren, ist das schön. Aha, deutlich mehr Reaktion. Es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach so, jetzt Bulli muss weggucken. Das Lustige ist, dass wir beide denselben Gedanken hatten. Woran mag das liegen? Ja, oder? Auch gut, oder? Ja, sehr gut. Jetzt hätte ich ja beinahe was gesehen. Da ist auch eine richtige Ähnlichkeit vorhanden, finde ich. Ja, finde ich auch. Ne? Ist optisch. Ich bei dir aber auch. Dann weiß ich schon, wer es ist. Das ist Mr. Enders lachendes Pferd, so, wahrscheinlich. So, kann man lesen, Herr Bulli? Ich glaube, wir drei. Wir drei werden eine schöne Talkshow, glaube ich. So, wer fängt denn mal an? Also wir haben wirklich, ich schwöre Ihnen, wir haben keine Ahnung. Ich möchte anfangen, weil bei mir scheint es ja schon heftig zu sein. Ja, okay. Gehe ich recht in der Annahme, dass ich kein Mann bin? Wie meinst du es jetzt? Privat oder schon auf das Spiel bezogen? Auf das Spiel bezogen. Geht das jetzt reihum? Ja. Und dann darf ich weiter. Ach so. Ich bin eine Frau. Richtig. Ich bin eine lebende Frau. Ja. Eine Frau, die in Deutschland im Fernsehen vorkommt. Vorkommt? Ja. Ja? Ja? Hm? Die tut da was im Fernsehen. Nee. Die tut definitiv nichts. Ja, nee. Also das kann man so nicht sagen. Kommt vor, aber du... Ist ein Nein. Nein. Dann bist du dran. Ja, okay. Bin ich... Ja, stell die Sinnfrage. Gehe ich recht in der Annahme, dass ich ein Mann bin? Ja. Sehr gut. Das beruhigt schon mal. Ist dieser Mann... durch die Medien bekannt. Ja. Ist dieser Mann nicht nur durch die Printmedien, sondern auch durch die elektronischen Medien bekannt? Absolut, korrekt. Durchs Fernsehen im weitesten Sinne. Herrlich, das ist wie, was bin ich im anderen Fall? Ja, man muss sich ja langsam rantasten. Durchs Fernsehen. Darf ich das Schweinchen sein? Hat er eine eigene Sendung? Ja. Oh. Ja, nicht nur eine. Oh. Ho! Das habe ich gar nicht gefragt, aber vielen Dank für den Tipp. Tipp. Jetzt wird's schwierig. Bei einem privaten Fernsehsender? Nein. Oh. Nein. So, nein. Jetzt so, ich. Jetzt also aber. Bei einem öffentlich-rechtlichen. Na? Also, ich bin ein Mensch. Nein. Doch. Ja, das war ein Scherz. Nein, das war ein Scherz. Ja, das war ein Scherz. Ist absolut. Ja, sonst hätte ich Oli Kahn gesagt. Aber ich bin also ein... Bin ich ein Mann? Nein, gar nicht. Also ich bin eine Frau, die im Fernsehen vorkommt und aber nichts tut. Aber man kennt mich von da. Ja, auch. Ja. Und ich habe bunte, exzentrische Klamotten an, öfter mal.
Bin ich eher der nicht zurückhaltende Typ? Nee. Was meinst du? Bin zurückhaltend. Also nein, nein. Nee. Ja, würde man eher sagen, ich bin schrill im weitesten Sinne. Ja. Naja, wie? Also einigt euch. Da muss man sich jetzt einigen. Nein, nein, komm mal weiter. Nein, nein, nein. Nicht schrill. Ja. Ich habe also keine Sendung beim Privatfernsehen, sondern beim Öffentlich-Rechtlichen habe ich mehrere. Genau, man muss immer so ein bisschen trinken, damit das Spiel auch lustig ist. Habe ich mehrere. Mhm. Mehrere, ja. Mhm. Mhm. Kann es sein, dass sich die eine im Abendprogramm und die andere im Morgen, ihr Schweine? Ja. Ich scheine, bin ich Ciano Jomatei? Ja! Nicht schlecht, oder? Aber gut. Gut angegrenzt. Sehr gut. Ja, ich hab... Sag mal. Ja. Super. Ey, da... Dann, ich hab einfach dran gesagt, was könntet ihr mir auf den Kopf machen, das ist, dass das lustig wäre und dass man auf keinen Fall sein möchte? Ja, da kommt ja eigentlich nur Ciano Jomatei in Frage. Ja, aber ich bin immerhin dahin gekommen, dass ich eine Frau bin. Ja. Aber du bist noch nicht sehr weit. Ihr seid beide noch nicht sehr weit. Das heißt, ich hab's schon mal erraten. Wir machen gleich weiter, lass die Dinger da am Kopf. Ja? So, ich bin erstaunt, dass ich schon wieder erraten habe. Also, ich war Ciano Jomatei, jetzt seid ihr dran. Ja. Wer war als nächster dran wieder? Bulli. Wie weit warst du? Du weißt, dass du eine Frau bist. Ich weiß, dass ich ein Mensch bin. Ein Mensch, eine Frau. Und dass ich eine Frau bin. Mehr weißt du noch nicht? Nein. Okay. Bin ich denn eine... Bin ich bekannt? Ja. Ja. In Deutschland bekannt? Ja. Ja. Wow. Bin ich im weitesten Sinne öfter mal im Fernsehen? Ja, das kann man so sagen. Ja. Habe ich da auch was zu sagen? Ja, ja, ja. Also, nicht im Sinne von... Also, wenn ich da bin, erzähle ich dann was, was irgendeine Sau interessiert? Nein. Nein. Nee. Nee. Das kann man nicht sagen. Nee, ne? Nee, so ist es nicht. Nee. Kann man nicht sagen. Habe ich was mit Erotik zu tun? Ja, also das würde ich auf die falsche Richtung ziehen. Nee, da würde ich sagen, nein. Nee. So, ich wieder. Ich frage mal. Ist das lustig, was ich sage? Durchaus manchmal. Ja. Ja, aber eher ungewollt. Ja, bin ich in der Politik tätig? Nein. Gott sei Dank. Es ist also nicht Angelika Merkel. Nein, 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 falsch. Jetzt so, also diese Frau, die im Fernsehen, ich fasse nochmal zusammen, die ist im Fernsehen, die macht nichts, die kennt man aber. Ja. Die ist also, ist das was, was man als Star bezeichnen würde in Deutschland? Nein. Nein, nein, nein. Bulli, jetzt bin ich ein Star? Ja. Ja. Singe ich? Ja. 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 Singe ich, bin ich erfolgreich im Gesang? Ja. Ja. Zeige ich dabei auch ein bisschen... Also bin ich... Hm? Mache ich die Männer scharf? Nein. Nein? Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Natürlich. Wie willst du denn das beurteilen? Natürlich. Danke, Thomas. Danke, Thomas. Okay. Ich kann das sehr wohl beurteilen. Ich kann das sehr. Die hat doch immer, die hat doch nicht so viel an auf. Ah, okay. Ja, okay, ja, gut, okay, ja, komm, lass noch mal gehen. Bin ich eine deutsche Sängerin? Ja. Richtig, ja. Singe ich auf Deutsch? Nein. Nein. Also ich habe ja keine Ahnung. Ich bin also irgendwie leidlich bekannt, tu nix. Bin ich eine Frau über 50? Weiß ich nicht, das sagen. Kann man nicht so. Nein, 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 ganz klar, nein, 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 definitiv nein. Nicht. So, also, ich singe, was war meine letzte Frage? Ob du Deutsch singst? Ja. Ob du Deutsch singst? Ich singe also Englisch. Ja. Ja. Und wie? Du hast aber auch schon mal Deutsch gesungen. Das nur neben dabei, um dich ein bisschen zu verwirren, aber es ist tatsächlich so. Ah, ja. Singe ich Schlager? Nein. Nein. Ich hätte einen Kulturtipp für ihn, aber er ist eh bald dran. Ja. Ich habe keine Ahnung. Die ist also jünger als 50, ja. ist nicht geil. Denk noch mal ein bisschen drüber nach. Ja, weiß ich nicht, ob die geil ist. Da musst du selber fragen. Die ist aber im Fernsehen drin. Ja, hin und wieder. Genau. Ich komme ja überhaupt nicht weiter. Ja. Also, ich singe, ich mache keine Popmusik. Doch. Ne, Moment. Du hast jetzt Schlager, hast du. Ach, Schlager, ja. Ja. Ah, ich mache also Popmusik. Ja. Ja. Okay. Geschickt. Ja. Geschickt. Ich mache Popmusik. Mhm. Bin deutsch. Ja. Singe auf Englisch und auf Deutsch. Bin damit erfolgreich. Ja. Hatte ich in diesem Jahr einen Hit? Ja. Ja. Bin ich älter als
15? Ja. Bin ich älter als 20? Ja. Ja. Das war knapp. Bin ich Jeanette Biedermann? Ja! Congratulations! Herzlichen Glückwunsch! Denn du musst immer noch erraten, wer du bist. Ich hatte gerade eine Inspiration. Ich weiß, aber es hat mir niemand was gesagt. Nein. Ich habe auch nichts geguckt. Kann das sein, dass die Frau ähnliche Zähne hat wie ich? So vom Mund her. Nein, du bist nicht Doris. Du bist Doris. Nein, du bist, glaube ich, völlig auf dem falschen Dampfer. Bin ich berühmt geworden durch meinen Mann mehr als durch meine eigene? Ja! Bin ich Nadel? Nein! Scheiße! Aber so, er darf jetzt weitermachen. Es gibt ja, du darfst ja weitermachen. Ist ja keine Ahnung. Ja, ja. Aber ich bin durch meinen Mann berühmt geworden. War ich mal mit Dieter Bohlen zusammen? Nein! Man könnte sagen, war ich mal mit Dieter Bohlen zusammen, kann man nicht direkt Nein sagen, aber man weiß es ja nicht. Man weiß es nicht. Ja. Man weiß es nicht. Wer ist denn Dieters Typ? Aber man könnte sagen, man weiß nicht genau, durch welchen Mann sie berühmt geworden ist. Okay, das ist aber... Guter Tipp. Das ist ein guter Tipp, aber es ist natürlich... Mehrere Männer. Mindestens zwei. Jetzt verrat nicht zu viel. Lass den Hermanns noch ein bisschen... Ich habe wirklich keine Ahnung. Gib mir noch mal einen Tipp. Also sie ist durch ihre Männer also nicht durch ihre eigene Leistung, durch die Männer, mit denen sie zusammen war, berühmt geworden. Bekannt geworden. Die kennt ja, ist ja kein Star. Jeder kennt sie. Ist sie eine Gattin? Ja. Ja! Sie ist eine Gattin? Ja, sie ist eine Gattin. Und sie ist nicht Doris? Nein. Weil wir haben ja dieselben Zähne. Ne? Das wäre jetzt ja Doris. Ja, ja, ja. Ja? Also Doris ist es nicht. Es ist eine Gattin. Ist es eine bayerische Gattin? Ja, könnte man vermuten. Wissen wir nicht genau, könnte man aber vermuten. Gehe ich recht in der Annahme, dass ich nicht Karin Stoiber bin? Genau, ja, richtig. Na, die hat ja auch nur einen Mann, also es geht ja auch wieder. Ja, ja. Wie können wir Ihnen noch einen Tipp geben? Ist mein Mann im Showbusiness tätig? Nein. In der Politik? Nein. Schreibt er? Sagen wir mal so, man kennt singt diese, der? Man kennt nicht den Vornamen dieser Frau. Ja. In der Öffentlichkeit wird sie einfach nur als Frau bezeichnet. Frau. 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 Es gab mal einen Trainer. Der hat gesagt, was erlaube? Ja, Fußballtrainer. Ja, ja. Da habt ihr die Richtung. Bin ich eine Fußballerfrau? Ja. Ja. Da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich kenne doch nicht mal die Fußballgeschwätzer. Ein berühmter italienischer Trainer. Ja, Trapattoni. Hat man in seiner Wut gesagt, Trapattoni. Ja. Was erlaube? Meine Damen und Herren, haben Sie noch etwas Zeit? Das ist das berühmte Zitat. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich kenn was erlaube? Strunz! Ja? Ja. Ja, bist du? Frau Strunz. Du bist Frau Strunz! Die berühmte Frau Strunz. Ja, ich kenne das nicht. Sagt ihr das nicht? Das hast nein. Du ja, was? Ich hab's mal gehört. Aber ich, jeden Tag auf der Titelseite der Bild-Zeitung Frau Strunz und Effenberg. Ich lese der Bild-Zeitung nicht. Ja. Frau Struck, gut. Ja. Naja, war schön. Also ich fand, ich wäre lieber Jeanette Biedermann. Ja, natürlich, das kann ich mir vorstellen.